Heute, wie die kleinen Flamingos ein Vollbad nehmen. Oder auch nicht. Und wie die Gorillas im Pongoland schon mal Silvester feiern. Im Dezember kam der erste Schnee, am Ende eines nicht so leichten Jahres. Wie ein versöhnlicher Schleier legte sich über die Wege, Wiesen und Gehege. Ganz still ist es im Zoo. Nur wenige Tiere wagen sich in die Kälte. Die Afrika-Savanne im Winterschlaf. Oder? Aber die Schwarz-Weißen wirken etwas verlangsamt in all dem Weiß. Das ist der Winterblues. Das ist normal. Also auch für die afrikanischen Tiere, die gewöhnen sich ja genauso dran. Also ist alles ein bisschen ruhiger jetzt. Und es soll auch so sein. Ist sicherer. Definitiv könnt ihr ausrutschen. Unbedachtes Losrennen oder irgendwelche Handlungen untereinander, da kann sowas passieren. Aber man kriegt es ja mit. Also sie sind ja von Haus aus schon deutlich ruhiger. Und dann ist die Gefahr nicht mehr so gegeben, dass da wirklich was passiert. Auch Mats, der junge Heißsporn, muss aufpassen. Mit seinen 3 Monaten löst er sich allmählich von der Mutter. Das ist sein erster Schnee. Und so ein bisschen muss er das noch einordnen gerade. Was ist hier los? Er genießt gerade voll die Sonne. Der tankt richtig auf der Breitseite Sonnenstrahlen auf. Und man sieht richtig, wie so die vom Aalstrich die Haare hochgehen. Der leitet gerade Sonnenenergie zum Körper. Nur die Kraft wird er brauchen. Mats soll einmal ein starker Zuchthengst werden. Hallo. Na? Hummel und Diego, die beiden Wasserschweine. Die Südamerikaner haben so gar keine Lust auf Schnee und Eis. Aber vielleicht auf Möhrchen? Ist schon was für besondere Anlässe, sozusagen. Festtagsessen. Zumal wir gerade dabei sind, dass wir so ein bisschen gucken, dass sie nicht mehr so viel Zucker zu sich nehmen. Karotten haben ja mehr Zucker als man das so denkt, ne? Und von daher wird Karotte auch eher sparsam verfüttert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jetzt gleich in Festtagsstimmung drüber hergemacht wird, ist schon relativ groß. So, wir müssen mal schön machen. Hummel und Diego dürfen gerade nur ins Vorgehege, nicht auf die Anlage. Die Wassergräben sind zugefroren. Wir haben auch irgendwo dünnere Eisschichten und ich habe so ein bisschen Angst, dass sie uns im Endeffekt dann einbrechen, falls sie doch draufgehen sollten. Und deswegen haben wir sie jetzt vorsichtshalber eingesperrt. Ja, und dann guckt man halt schon, dass man so ein bisschen, so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Oh, ist unglaublich kalt. Ja. Seid ihr motiviert? Steinschwein! Kommt nur! Sie sehen auch gar nicht motiviert aus. Sie sitzen beide in ihrem Stroh und sind, glaube ich, der Meinung, dass das nicht nach ihrem Sinne ist. Mäusis! Also kein Silvesterfressen? Guck mal, was hier draußen Tolles ist. Ich glaube, sie sind nicht so einverstanden mit dem Plan. Doch dann, auf einmal. Vielleicht? Ihr Schweinis, langsam. Diego ist der Mutigere. Komm, Mäuschen, komm. Der Diego hat schon angefangen, jetzt aber schnell. Na komm, ist genug für alle da. Na bitte.
Zeit für Jeanette Pambor, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. 2022 war natürlich schon auch ein schönes Jahr, sicherlich auch mit Höhen und Tiefen. Wir haben wieder erfolgreich unsere Nandus großgezogen. Wir haben Guanaco-Jungtiere gehabt. Wir haben tatsächlich unsere alten, geliebten Wasserschweine in anderen Zoo abgegeben, haben dafür jetzt eben Tiger und Hummel bekommen. Kann man doch recht zufrieden sein mit dem Jahr. Ja. Ja, und das Neue schmeckt offenbar auch ganz gut. Die Schneeleoparden sind in ihrem Element. Und Steffen Tucholsky, der muss bald Abschied nehmen. Doch heute will er noch mal was kredenzen. Alle warten hier jetzt gerade auf Futter. Heute ist Futtertag, also sollte es ein schönes großes Stück Fleisch geben. Aber die müssen sich alle noch ein bisschen gedulden, denn erstmal ist Onjengen dran. Der kriegt heute eine kleine Überraschung und muss dann auch erstmal gucken, ich sag mal, wie er es findet. Ich bin mal gespannt. Anders als seine Kinder schlummert der alte Mann hinter den Kulissen im Warmen. Ich habe hier eine wunderschöne Socke für den guten Onjengen. Da steht drauf: Ich war eine gute Katze und verdiene ganz viel Liebe und Leckerchen. Und kriegt er natürlich auch. Es gibt hier nämlich, das ist natürlich nur ein kleines Stückchen heute. Ne? Das große Stück, das kriegt er zum Armbrot. So, das verschwindet jetzt in der Socke. Zum Ende des Jahres kriegt Onjengen noch mal Geschenke. Weihnachten gab es was, aber zum Ende des Jahres, ne, bei Onjengen ist ja so, aufgrund des Alters muss man sich über jedes Jahr freuen. Erstmal gibt es auch noch ein bisschen warmes Wasser. Wenn man älter ist, braucht man ja auch mal warme Getränke. So, dann wieder raus in die Kälte. Na, da bequemt sich Onjengen doch mal aus seinem Bett. Ach, alter Mann. Ja. Onjengen ist laut des Zuchtbuches aktuell der zweitälteste Schneeleopard der Welt. Der alte Mann ist wirklich alt. Am 20. April 2003 ist Onjengen geboren. Also genauso alt wie ETC. 19 Jahre. 19 bedeutet praktisch, als wenn wir Menschen 90 wären. Der wäre auch in freier Wildbahn schon lange nicht mehr da, muss man auch ganz klar sagen. In freier Wildbahn, da ist das Leben natürlich viel härter. Da wäre er für jedes Beutetier viel zu langsam. Also der müsste schon über einen Steinbock stolpern, dass er den ergreifen könnte. Für den alten Mann. Im Zoo muss er zum Glück nur eine komische Socke erlegen. Ich will das auch nicht so schwer machen für ihn. Ah, mal gucken. Oh, das ist noch ganz schön hoch, aber ich hoffe mal, dass er da rankommt. Ist ja gut im Alter, wenn das alles so ein bisschen auf Nasenhöhe ist, dass man sich da nicht so anstrengen muss. Aber ich denke mal, da kommt er gut mit der Schnauze rein. Vielleicht erkennt er sich auch auf dem Bild. Und das ist nicht das einzige Silvestergeschenk von Steffen. Ja, Onjengen liegt ja sehr gerne hier in seiner Schlafkiste. Und weil er alt ist, liegt er auch viele Stunden hier drin. Und damit er noch ein bisschen bequemer liegt und vor allen Dingen, ja, man muss es so sagen, in dem Alter ist er auch manchmal ein bisschen inkontinent schon. Deswegen habe ich hier so eine Matratze gekauft, wo er bequem liegt, die abwaschbar ist, ne, wenn er da mal raufpullert. Und ich hoffe mal, dass er die auch heil lässt. Und da liegt er auf jeden Fall jetzt im Winter richtig schön bequem drauf. Sehr weich, wie Onjengen. Da kann man gut drauf liegen. Dann kommt noch hier kommen noch seine Stofftiere dazu. Die müssen hier vorne hin, weil er da immer mit dem Kopf liegt. So, Teddy, zack. Dann gibt es noch ein kleines bisschen warmes Wasser. So, mein Großer. Oh, der Kater doch neugierig, was Steffen ihm da vor die Tür gehängt hat. Oh. Ja, gleich an die Socke. Sehr gut. Nur wie da reinkommen. Bei den Zebras, da tut sich nicht viel. Eine gute Stunde sollen sie aber noch an der frischen Luft bleiben. Und Jens? Der schaut einfach nur zu.
Ich bin so erzogen worden, meine Oma war eine alte Bäuerin und da hieß es immer, das Auge des Herrn nährt das Vieh. Also wenn du musst es beobachten, du musst wissen, wie die drauf sind und wie der Status ist. Und das ist so, das ist auch hier so. Also ich guck da gern selber drauf. Ein Moment des Innehaltens und der Rückschau auf 2022. Man sagt ja immer gerne so, jedes Jahr, es war ein schweres Jahr, es war ein verflucht oder schwieriges Jahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das immer doch noch steigern kann. Und ja, ich sag mal, es hat nicht alles so geklappt, wie man es sich gerne gewünscht hätte. Also ja, man hat auch Verluste gehabt, die ihn beschäftigen. Wir haben Nasrallah verloren, unseren Duku im Frühjahr. Das war schon auch, ja, sehr, sehr schwierige Situation. Was mich persönlich sehr viel beschäftigt, ist, dass die Menschen rundherum das Verständnis für das eine oder andere verloren geht, finde ich. Also, ja, so, Tierhaltung polarisiert mittlerweile. Also die einen sind totale Fans, die anderen sind totale Gegner. Es ist halt ein Zoo, es ist halt nicht freie Wildbahn. Also man merkt schon, dass das viele Leute beschäftigt. Und man fühlt sich manchmal so ein bisschen unter Druck, um das mal zu sagen. Und das sowas beschäftigt mich zum Beispiel auch. Also, das gehört für mich auch dazu, dass das also nicht ganz so schönes Jahr war. Nicht, hätte besser laufen können. Mehr Verständnis füreinander, mehr zuhören, weniger drauf lospoltern. Das wären doch gute Vorsätze fürs neue Jahr und weniger schwarz-weiß denken. Außer hier. Im Pongoland, da turnen die Affen schon im Baum. Die Gorillas müssen noch warten auf Daniel Geißler und Manuela Klöden. Die Affenpfleger, die sind in Partystimmung. Das ist ja unsere kleine Partyvorbereitung für Silvester, für die Gorillas. Wir haben ja ein bisschen Luzerne, Heu dazwischen, damit ein bisschen Silvester ist. Ein paar Luftschlangen, die finden die Affen auch ein bisschen lustig. Und ein paar Konfetti haben wir auch noch mitgebracht. Damit ein bisschen Farbe ist. Wollen wir sie nicht alle ins Haus kribbeln? Genau. Und dann haben wir hier noch Silvesterknallbonbons für die Affen. Zu Ostern haben wir ganz viele fleißige Kollegen, die bereiten immer Ostereier vor. Und die sind jetzt aber noch übrig geblieben von diesem Jahr. Und da haben wir gedacht, da können wir die doch eigentlich auch noch als Silvesterknallbonbons jetzt bei den Gorillas reingeben. Dann machen wir los. Genau. Bis gleich. Ich verteile schon mal die Knallbonbons. Party. Ja, genau. In der Winterzeit muss man schon ein bisschen gucken, dass du den Tag interessant gestaltest und auch jeden Tag mal ein bisschen was anderes, ne? Aber so eine Party wie das jetzt hier machen wir natürlich nicht jeden Tag. Wir feiern ja auch nicht jeden Tag Silvester. Nicht? Nee. Jute ist drauf, Laub ist drauf, Party ist drauf. Alles. Gut, dann machen wir mal zu hier. Ja. Na bitte. Mal gucken, wie es von hier aussieht. Ach so. Nummer eins. Jetzt kommt Kumili mit dem Kio. Die anderen klopfen schon. Da sind sie nämlich doch ein bisschen ungeduldig, ne? Wenn sie sehen, die anderen geht, es geht los, dann wollen die anderen halt auch hinterher. Erst recht, wenn da so bunte Kugeln rumliegen. Ja, die ist auch ein bisschen kuschelig, die Socke, ne? Das passt doch. Ich glaube, er fühlt sich auch gerade ein bisschen veräppelt. Er sagt, in seinem Alter noch so ein Quatsch hier. Immer diese Tierpfleger mit ihren komischen Ideen. Na komm, du kannst auch mal, richtig reinbeißen. Genau, zieh. Ah. Ha. So.
Wenn er die einmal umkippt, dann müsste das Fleisch rausfallen, weil ich habe da natürlich so einen kleinen Eimer reingemacht. Weil ich eigentlich die Hoffnung hatte, dass die Socke sogar noch sauber bleibt. Aber ich glaube, sie wird wahrscheinlich am Ende nur noch als Stofffetzen zu erkennen sein. Er kommt mit der Nase nicht rein, weil sich immer eine Seite umklappt. Aber er wird immer ungeduldiger jetzt gerade. Jetzt merkt man nämlich, wie schön er die Zähne auch mal einsetzt. Und das hat er jetzt auch, glaube ich, gerade ins Fleisch vergraben. Oder? Ja. Supi. Gucke mal. Sehr schön. Das Fleisch ist auch gut angewärmt. Ja, das ist so ein bisschen, kann man so sagen, sein kleines Silvester-Raclette. Das ist immer sehr, sehr gut für den Magen- und Darmtrakt des Schneeleoparden, dass es nicht so eiskalt ist, weil auch das fordert ja sehr viel Energie, wenn er das Fleisch erstmal wieder auf Körpertemperatur bringen muss. Besser so. Für den alten Mann. Naja, wir hoffen mal, dass es nicht sein letzter Jahreswechsel war. Ne, dass er noch ein bisschen Zeit hat und noch Chandra ein bisschen mehr anschmachten kann. Auch da ist nicht zuerst mein Großer, das war's erstmal. Aber guck mal an dein Bettchen. Du musst es doch riechen oder sehen. Nein, es wird oben noch kontrolliert. Hier muss doch noch was zu essen sein. Nein, auch da ist nichts. Die Rentnertreppe. Die neue Matratze wird ignoriert. Ich bin eigentlich trotzdem jetzt erstmal ganz zufrieden. Wenn es Onjegin gut geht, geht es mir auch gut. So soll's sein. Aber dann überrascht der Opa. Na? Du weißt, jede Stufe benutzen, Onjegin. Ja, doch, ganz gezielt. Und, oh Gott, das ist das Schwierigste. Oh, ja, du musst ja nicht an der höchsten Stelle. Gucke mal. Na, wie ist? Ja, ich glaube, er ist überzeugt. Das ist sehr bequem. Oh Mann, das ist auch wirklich, also es könnte gerade nicht niedlicher sein, wie er da sitzt. Er sieht sehr zufrieden aus und es sieht auch sehr bequem aus. Also passt zu ihm, sage ich mal. Er ist flauschig, die Matratze ist flauschig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er da sehr, sehr, sehr viele Stunden drauf verbringen wird. Und vor allen Dingen die Nächte werden jetzt noch richtig angenehm. So, die Lampe noch weggedreht und dann kann man schön ein bisschen schlafen. So. Für Steffen heißt es Abschied. Der Tierpfleger verlässt den Zoo. Auf zu neuen Ufern. Die drei Flamingo-Küken. Wer da Mädchen oder Junge ist, das war bisher ihr Geheimnis. Heute soll es gelüftet werden. Aber erstmal will Florian Rimpler komm. Die Vögel wiegen. Komm. Na komm. Ja, fein. So, nimmst du mal das Tuch? Mhm. Bei dem brauchen wir das. So, das heißt es nämlich einmal einklappen. Jetzt brauchen wir mal ein Paket Flamingo. So. Und einmal Tuch drüber. Und da sind wir bei 2023. Was für ein Zufall. Ja, perfekt. Und was ist es jetzt? Wir hatten ja vor 2 Wochen die Krähen beringt und dann haben gleichzeitig Federn gezogen. Und jetzt ist das Ergebnis da. Ganz anders als gedacht. Wir hatten ja eigentlich gedacht, dass hier der Große
und der Kleine, dass das die Jungs sind. Und der Mittlere ist das Mädchen. Genau andersrum. Also wir haben bei der Mittleren, das ist der Junge. Und die anderen zwei, das sind Mädchen. Freut uns natürlich umso mehr. Es ist, um Gottes Willen, es ist egal, was es gewesen wäre. Aber freut uns natürlich umso mehr, weil wir natürlich in der Lagune unten einen Männerüberschuss haben. Und da ist natürlich jedes Weibchen wertvoll. Aber Hauptsache, sie sind gesund. Und damit das so bleibt, immer schön baden. Komm her. Heute im größeren Becken. So, das ist natürlich jetzt, trotzdem sieht es ein bisschen lächerlich aus. Ich sag hier größeres Becken. Aber das ist trotzdem schon was. Hör auf damit. Das ist halt einfach der höhere Einstieg. Ein bisschen tieferes Wasser. Und da müssen sie halt dann doch schon noch animiert werden. Vielleicht helfen ein paar Pellets. Auch nicht so richtig. Nur mit den Füßen geht's ins Nasse. Das war ja zu viel Wellengang. Genau, das ist ja halt wirklich, das machen ja die Großen auch. Die gehen ja, laufen viel rum, aber dass die auch wirklich mal sich ins Wasser ein bisschen, ich sag mal, legen, setzen und dann wirklich sich wirklich schön baden, dass halt auch mal das Gefieder schön nass wird, schön gereinigt wird. Dann müssen wir weiter duschen. Ja, und das mit dem Vollbad, das lernen sie dann im neuen Jahr. Zurück bei den Gorillas. Na, ist die Party hier schon voll im Gange? Du, Kio hatte schon eine Luftschlange um die Schulter. Oh, schön. Da guckt, die freut sich ganz doll, deswegen brummt sie gerade so tief. Aber wenn Gorillas brummen, macht er jetzt auch gerade, ist das so ein Wohlfühllaut. Immer wenn du die fütterst oder das machen sie auch schon, wenn du die abends oder früh zum Füttern reinnimmst, dann hörst du es draußen auch schon brummen. Einfach, weil sie sich halt freuen, dass es was zu essen gibt. Genau, jetzt siehst du ja, jetzt sammelt sich jeder erstmal ein paar Knallbonbons auf. Die Knallbonbons sind nach wenigen Minuten geknackt, die Leckerlis rausgepopelt. Vielleicht nur noch mal, um kurz zu erzählen, woraus sie bestehen. Nicht, dass die Leute denken, die geben den Affen hier irgendwelche giftigen Farbsachen oder sowas. Das ist ganz normal, werden Luftballons aufgepustet, dann reißt man halt so Packpapier in kleine Schnipsel, ditcht das in Mehlwasser rein und macht dann eine Schicht um den Luftballon rum, wartet, bis das hart ist und trocken. Wir färben das dann meistens mit Gemüsesaft ein und mit Lebensmittelfarben, damit es halt noch ein bisschen bunt aussieht. Kommt gut an, auch beim Chef, Abeko. Ist super. Ne? Auch guck mal, wie vorsichtig er das alles macht. Ne? Der wiegt 170 Kilo und macht so mit zwei spitzen Fingern ganz, ganz vorsichtig seine Pinata da auf. Und ja. Siehst du ja, die anderen mal reißen das auf und stecken gleich den Kopf rein. Er möchte nicht, dass das alles runterfällt. Und so neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Mit Konfetti, Knallbonbons und einer Inkontinenzmatratze. Ja, dann bis nächstes Jahr. Ja. Gut, mein Klöli. Ja, dann bis später, wünschen wir alle ein genau. Neues Jahr. Und euch guten Rutsch rüber und ein gesundes neues Jahr. 14. Na? 2023. Ha! So viel wiegt er schon, meine Güte. Mit dem Gewicht können wir dann den Großen in die Lagune entlassen. Wenn er dann mal so viel wiegt. Schön! So. Aus die Maus. Die größte Überraschung zum Jahresende ist ein Dreikäsehoch. Fast ein Meter, 99 Zentimeter. Alles um die Geburt des Elefantenmädchens sehen Sie im neuen Jahr. Schon nächsten Freitag. Bis dahin, Ade. Auf Wiedersehen.